Danke. Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte einige Anmerkungen zum Projektvorschlag Soziales Unternehmen im öffentlichen Beschäftigungssektor machen, nachzulesen ab Zeile 704 im vorliegenden Entwurf des Leitbildes. Liebe Genossinnen und Genossen, immer wieder wird von der CDU und von der FDP in diesem Land behauptet, wir seien mit unserem öffentlichen Beschäftigungssektor gescheitert. Dem will ich entschieden entgegentreten. Gescheitert ist nicht unser öffentlicher Beschäftigungssektor, gescheitert ist die schwarz-gelbe Koalition mit ihrer desaströsen Arbeitsmarktpolitik auf Bundesebene. Sie war es, die in Milliardenhöhe besonders die Gelder für die Eingliederungstitel gestrichen und Instrumente für die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen abgeschafft hat. Sie ist es, die ihre Verantwortung für die Langzeitarbeitslosen nicht mehr nachkommt. Sie hat die Langzeitarbeitslosen aufgegeben. Als wir 2009 mit dem Programm Arbeit für Brandenburg gestartet sind, konnten wir 900 Stellen zur Verfügung stellen. 2010 waren es bereits 1500 und dann kam der große Einbruch, sodass es nur noch möglich war, jährlich 200 Stellen zu finanzieren. Wir haben dann umgesteuert und einen Teil des für den öffentlichen Beschäftigungssektor vorgesehenen Geldes in die Bildung gesteckt, weil ein ÖBS allein durch das Land ohne den Bund nicht zu finanzieren ist. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, wir halten an der Gestaltung eines öffentlichen Beschäftigungssektors, der sich besonders um Langzeitarbeitslose kümmert, fest, weil es eine echte Alternative zur Arbeitsmarktpolitik des Bundes und zur Bekämpfung von Altersarmut ist. Mit dem Leitbild schlagen wir eine Weiterentwicklung dieses Projektes durch soziales Unternehmertum vor. Das soziale Unternehmertum soll auf einer Verknüpfung von Förderinstrumenten des Bundes mit denen von Land und Kommunen beruhen, wobei auch die Fördermöglichkeiten durch die europäischen Struktur- und Sozialfonds in der Förderperiode von 2014 verstärkt genutzt werden. Darauf müssen wir besonders bei der Arbeit der operationellen Programme achten, zumal die SPD nicht so sehr weder vom ÖBS noch vom sozialen Unternehmertum überzeugt ist. Immerhin konnten wir unserem Koalitionspartner in der letzten Landtagssitzung die Erklärung abbringen, dass Pilotprojekte in dieser Richtung unterstützt werden und auch die fondsübergreifende Einsatz von EU-Mitteln geprüft wird. Soziales Unternehmertum zielt nicht auf Gewinnmaximierung ab, sondern darauf, Beiträge zum gesamtgesellschaftlichen Gemeinwohl zu leisten. So lässt sich dieses Konzept der Finanzierung von Arbeit statt Arbeitslosigkeit mit sozialer Integration, Teilhabe und Bildung von Menschen verknüpfen. Zugleich wird die Wirtschafts- und Sozialstruktur in den Kommunen durch an lokale Bündnisse orientierte Projekte mit umweltschonenden, sozialen und gesellschaftlichen Zielsetzungen verbessert. Das erfordert die Zusammenarbeit aller Akteure vor Ort, den Landkreisen, den Kommunen, den Jobcentern, den Arbeitsagenturen und der Arbeitsbildungs- und Strukturgesellschaften sowie weiteren Trägern. Und liebe Genossinnen und Genossen, zu dieser Zusammenarbeit will ich euch ausdrücklich ermuntern. Dass diese Zusammenarbeit selbst unter den jetzt schlechten Rahmenbedingungen funktioniert, zeigt das Pilotprojekt Waage in Elbe-Elster. Hier werden über mehrere Jahre Langzeitarbeitslose mit Unterstützung des Jobcenters erfolgreich wieder in Arbeit integriert. Und, liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen weiterdenken und wir können weiterdenken. Mit OWUS war ich gerade in Salzburg. Dort haben wir uns ein konkretes Projekt der Gemeinwohlökonomie angesehen. Die Bewegung zur Gemeinwohlökonomie wurde im Oktober 2010 in Wien ins Leben gerufen und ist 2,5 Jahre später bereits in vielen Ländern Europas, aber auch in Lateinamerika präsent. Die Gemeinwohlökonomie ist eine politische Vision, die eine Wirtschaft für die Menschen und die Umwelt schaffen möchte. Kooperation statt Konkurrenz ist ein Leitmotto. Weitere Werte sind Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Toleranz. Also alles Begriffe, die uns nicht fremd sind und für die einfach der Spruch gilt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Gegenwärtig arbeiten die Kollegen daran, eine Matrix für eine Gemeinwohlbilanz einer Kommune zu erarbeiten. Dieses interessante alternative Projekt zur Marktwirtschaft sollten wir nicht aus dem Auge verlieren. Und darum möchte ich auch abschließend werben für die gemeinsame Veranstaltung des Kommunalpolitischen Forums mit dem linken Unternehmerverband OWUS am 26. Oktober ab 10 Uhr im Landtag Brandenburg zum Thema Gemeinwohlökonomie. Dankeschön.